Hi, Schatz. Jetzt kommst. Was jetzt komme? Gestern bist du auch schon so spät gekommen. Schür, dass du da bist, Schatz. Was, Schatz? Schatz, das spüre ich schon lang nimmer. Du interessierst dich doch gar nimmer für mich. Was redst denn da? Du hast immer nur Arbeit im Kopf. Ja klar, muss ich an das Schaffen denken. Ohne muss ja was tun, das Geld verdienen. Ha! Meinst du, dass ich nichts tue den ganzen Tag? Jetzt reicht's aber. Und außerdem hab ich das Geld mit in die Ehe gebracht. Mein Papa hat uns das ganze Haus gekauft. Und wo ist das ganze Geld jetzt? Ja klar hat er uns das Haus gekauft, aber erheben müssen wir es auch irgendwie, oder? Das wirst du schon ein bisschen anders organisieren können, dass du auch Zeit für die Familie hast. Und wir sollen das bitte machen? Außerdem hast du welle, dass ich die Firma von deinem Vater übernehme. Weißt du überhaupt nur, dass du eine Tochter hast? Die ist jetzt 6 Jahre alt und du hast du noch nie um sie gekümmert. Du hast ja keine Ahnung, wie mein Tag ist. Unterstützung hätte man schon von meiner Familie erwartet. Was für Familie? Wir sind schon lange keine Familie mehr. Und so mach ich nimmer weiter. Nein, bist bloß am Kritisieren. Hast du schon mal überlegt, ob das der Grund sein könnte, dass ich nicht so viel daheim bin? Das soll nie schuld sein. Das ist ja wohl eine Frechheit. Du musst gleich auch nicht mehr nach Hause kommen. Was meinst du jetzt? Weißt du was? Ich will die Scheidung! Thank you.
Stopp. Da musst nicht schauen. Ich werde dem Bürgermeister sagen, dass er das Gesindel entfernen lassen soll. Fahr weiter.